Hallo, ich hoffe, du bist bereit, mir dabei zuzusehen, wie ich ein weiteres Zimmer aus Gabbys Dollhouse baue. Das Puppenhaus ist ein miautastischer Ort für Gabby und Gabby-Katzen, um dort alle möglichen Abenteuer zu erleben. 6 katzentastische Räume sind hier zu erkunden. Mach es dir also gemütlich und kuschelig, um zuzusehen, wie ich das Schlafzimmer von Kuschelkatze anfertige. Kuschelkatze liebt es, ihre Geschichten dem Dollhaus zu erzählen. Wenn sie keine Geschichten erzählt, macht sie normalerweise ein Nickerchen. Ich beginne damit, die Wände und den Boden des Zimmers herzustellen. Die Wände sind blau und der Boden ist grün. Das Schlafzimmer ist voll von Büchern, die Gabby und ihre Freunde lesen können. Sie sind farbenfroh und voll von so vielen verschiedenen Geschichten. Das Bücherregal befindet sich tatsächlich ganz unten am Bett, wo Kuschelkatze normalerweise vor sich hin döst. Wenn du sie sanft aufwächst, erzählt sie dir vielleicht eine Geschichte aus ihrer Geschichtenwolke. Die Geschichtenwolke ist mit katztastischen Lichtern geschmückt. Ist das nicht wie ein Traum? Wenn sich alle mit Kuschelkatze auf dem Bett einkuscheln, umgibt der Regenbogenhimmel das Bett, während Gabby und ihre Freunde sich alle möglichen Geschichten ausdenken und nachspielen. Der Baum, der im Musikzimmer seine Wurzeln hat, wächst hoch bis ins Schlafzimmer. Unten ist eine kleine lila Tür, durch die man hineinklettern kann. Dieser Baum ist mit weiteren katztastischen Lichtern geschmückt. Und Bücher hängen an den Ästen. Ganz oben auf dem Baum siehst du ein Regenbogenzelt. Eine weitere fröhliche Stelle zum Lesen ist dieser eiförmige Stuhl, der am Baum hängt. Dieser Stuhl hat Katzenohren und der andere Stuhl im Schlafzimmer auch. Dieser hat ein weißes Ohr und ein Ohr mit einer schwarzen Spitze. Genau wie Panda. Geschichten können besonders albern sein, wenn die Gabby-Katzen sie nachspielen. Gabby und ihre Freunde fragen den Kleiderschrank, ob sie reinkommen dürfen. Dann springen sie in den Schrank und kommen in einem miautastischen Kostüm heraus. Nun, was brauche ich noch für das Schlafzimmer von Kuschelkatze? Oh, es ist doch in ihrem Namen. Pillows, Kissen. Auf dem Bett hat sie ein Einhornkätzchenkissen, ein Wolkenkissen, ein Regenbogenkissen und ein Sternkissen.
Auf dem Stuhl liegen Wolken und Herzkissen. Und im Zelt sind Katzen und Sonnenkissen. Nun, das ist ja ein richtig katztastisches Schlafzimmer. Und der zweite Stock von Gabbys Dollhaus wurde auch schon gebaut. Ich glaube, es wird Zeit für mich, ein Nickerchen zu machen. Schalte das nächste Mal ein, um zu sehen, wie ich mehr Räume aus Gabbys Dollhaus baue. Bis zum nächsten Mal!